des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich wünsche einen schönen guten Morgen, grüß Gott oder wann immer auch alle über das Internet mit uns feiern. Heute feiern wir in Aigen-Gering, Teil von Kirchschlag, mitten in der Nebelsuppe. Ich habe fast nicht hergefunden. Aber sozusagen der wunderbare Klang der Gitarre und des Gesangs haben mich hier her in die Kapelle geführt. Und heute dürfen wir also ganz besonders schön gemeinsam die Heilige Messe vom 4. Januar miteinander feiern. Wir sind mitten noch in der Weihnachtszeit, aber schon ganz hin zu diesem besonderen Ereignis, auch Erscheinung des Herrn, beziehungsweise eben auch heute früh haben wir die Sternsinger losgeschickt. Die sind ja amtlich im Auftrag des Jesuskindes unterwegs, um die Botschaft der Geburt Jesu in alle Häuser zu bringen, um Segen zu bringen. Und die Kinder und Jugendlichen machen das ganz großartig. Die dürfen bis ans Haustor kommen. Wir halten ein bisschen Abstand, aber trotzdem bringen sie die Nähe Gottes. Und ich hoffe, uns gelingt das auch, dass wir diese Nähe Gottes für uns erfahren, dass er zu uns kommt. Und wenn wir zwischendurch das Gefühl haben, naja, da habe ich mich nicht so verhalten, wie er mit mir zufrieden wäre, dann ist es gut, am Beginn des Gottesdienstes den Herrn dafür um Verzeihung zu bitten. Herr Jesus Christus, du sendest uns in die Welt, um deine frohe Botschaft zu bringen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Deinen Segen sollen wir anderen Menschen bringen durch unser Tun und Sprechen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Dein Segen behütet uns und er schützt uns und er schenkt uns ein großartiges 2021. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarme sich unser, nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und so lasset uns beten. Allmächtiger Gott, zu unserem Heil ist dein Sohn als Licht der Welt erschienen. Lass dieses Licht in unseren Herzen aufstrahlen, damit sich unser Leben von Tag zu Tag erneuert. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Meine Kinder, lasst euch von niemand in die Irre führen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut
tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Und als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, der das Wort des Johannes gehört hatte und Jesus gefolgt war. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir haben also gehört, dass ganz schnell im Kirchenjahr schon wieder vom erwachsenen Jesus erzählt wird. Weil das Jesuskind in der Krippe und der erwachsene Jesus, das gehört einfach ganz fest zusammen. Obwohl da 30 Jahre dazwischen liegen. 30 Jahre des Lernens, des Vorbereitens auf seine große Aufgabe. Und trotzdem können wir schon zu Weihnachten erahnen, das ist das Kind, das diese Welt zum Guten verändert. Und deswegen können wir auch schon zu diesem Kind sagen: Ja, zeig mir, wo du wohnst, wie du wohnst. Man könnte vielleicht sogar sagen: Zeig mir die Krippe. Das macht nämlich deutlich, dass Gott in die Welt kommt, in einem ganz einfachen Umfeld. Also hat es leicht auch zu dir und zu mir zu kommen. Er braucht nicht einen Palast, er braucht keinen Luxus. Er kommt in das ganz normale Leben, vielleicht ganz besonders auch zu denen, die arm und einfach sind. Und später ist es wieder so, dass Jünger kommen, oder zuerst mal Menschen, die dem Johannes dem Täufer, unserem Pfarrkirchenpatron, folgen und dann ja mitkriegen: Na, Jesus ist der Messias, dem muss man folgen. Und er fragt sie zuerst, was sie überhaupt wollen. Ich finde, das ist auch was ganz Großartiges. Können wir auch schon beim Jesuskind in der Krippe sagen, also wir können ihm sagen, was wir uns wünschen für unser Leben. Für das, was jetzt gerade ansteht, was ist uns gerade wichtig?
Und dann sagt Jesus, als Erwachsene, kommt und seht. Ich finde es das Allerwichtigste eben. Nicht nur, dass wir eben Jesus sehen, nein, wir sollen sehen, wie er lebt. Und das fängt auch wieder bei der Krippe schon an, in dieser Einfachheit, zu sehen, Gott ist in die Welt gekommen, zu ganz normalen Menschen. Und er ruft zur Nachfolge. Das heißt, es hat keinen Wert, wenn Jesus zwar in die Welt kommt und er versucht, zu uns zu kommen, aber wir nehmen ihn nicht auf, wir nehmen ihn nicht an. Es gilt daraus auch eben jünger zu werden. Jeder von uns hat die Chance und die Aufgabe, wo immer der liebe Gott mich hinstellt, dort soll ich für den lieben Gott eben tätig sein. Und in diesen Tagen sind ganz besonders die Sternsinger für Jesus tätig. Sie tragen seine Botschaft wie Apostel weiter. Sie kommen in die Häuser, um zu sagen, dieses Jahr wird ein gutes Jahr. Dort, wo sie den Segen an die Tür schreiben, dort sagen sie aus, heuer bist du ganz besonders vom lieben Gott behütet und er passt auf, dass es nicht brennt und dass alle ordentlich miteinander umgehen und nicht streiten, nicht zu viel, und dass alles gut wird in diesem Jahr. Dass Gott eben für jeden eine Rettung zusagt. Und sie bringen eben auch die Botschaft der Armut, denn sie sammeln heuer ganz besonders eben für Kinder, die von Corona oder überhaupt eben vom Leben ganz hart gezeichnet sind. Da sind viele Projekte dabei, wo eben Waisenkinder oder Kinder, die auf der Straße leben, unterstützt werden. Heuer eben auch ganz besonders die Unterstützung für Bauernfamilien in Südindien, die es auch ganz schwer getroffen haben und wo es auch darum geht, zu helfen, dass die eine gute Zukunft bekommen. Ganz einfach wird dort angefangen, so wie das Leben Jesu in der Welt ganz einfach angefangen hat. Und wir haben die Chance, ihn zu unterstützen, indem wir die Sternsinger stärken und unterstützen und wo immer wir hingestellt werden, eben seine große, gute Botschaft weitersagen. Gott ist in der Welt, damit wir ein schönes Jahr haben. Amen. Ja, und so wollen wir auch unsere Fürbitten vor den Herrn bringen. Wir halten jetzt eine kurze Stille. Das kann man auch zu Hause machen. Wenn man zuschaut, auch einmal einen Moment sehen, dass sich nichts tut und trotzdem ins Gebet gehen und dem lieben Gott ganz besonders sagen, was wünsche ich mir für mich selber für dieses Jahr? Was wünsche ich mir für die anderen, weil ich weiß, dass es wichtig ist, auch an die anderen zu denken. So wollen wir in Stille unsere Fürbitten vor den Herrn bringen. Allmächtiger Gott, all unsere Fürbitten bringen wir vor dich, weil wir wissen, du hörst uns. Du fragst uns, was wollt ihr, und du führst uns danach, so wie es gut ist. Dir sei Lob und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Thank you.
So lasset uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns den Frieden und gibst uns die Kraft, dir aufrecht zu dienen. Lass uns dich mit unseren Gaben ehren, durch die Teilnahme an dem einen Brot und dem einen Kelch, damit wir eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, dein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Mächte, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden, durch den Heiligen Geist geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihn, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat als Zeichen des ewigen Bundes. Da die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, und Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Wir kennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde und für alle, mit denen wir über das Internet verbunden sind, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen und deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Und so seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
So lasst uns beten. Barmherziger Gott, in jeder Not bist du unsere Hilfe. Bleibe bei uns mit deinem Schutz. Gib uns, was wir für dieses vergängliche Leben brauchen und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam um den Segen bitten, indem wir auch singen, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Begleitung. Vielen Dank für das gemeinsame Feiern hier und über das Internet. Möge Gott uns gut für diesen Tag und für die nächsten Tage begleiten. Und ja, wenn Sie gerade vorbeikommen, lieben Gruß an die Sternsinger. Und der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so segne und behüte euch und all eure Lieben der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, mein Herr.